Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Fall Guys, dem Spiel, das jetzt wechselnde Minispiele hat, die auch in sich selbst wechseln. Das ist cool. Ein paar dabei. Veränderungen, ja. Und die Wippen. Dabei. Und die Wippen, hallo. Wie wär's, wenn man noch bei Wippen sowas wie die Kugeln hätte, dann wird man ja durchdrehen, oder? Schon wieder Wippen. Ach, Leute. Oh. Why? Haben noch nie alle von uns das Wippenspiel geschafft, oder? Oder war das auch nicht? Doch, einmal haben wir es geschafft, aber die nächste Runde danach nicht mehr. Ach, ich bin dritte Reihe. Okay, ich auch. Und auch noch so weit links, das ist ja direkt nochmal beschissen. Ach ne, bei der ersten Wippe ist nicht so schlimm, ne? Ja, bei der ersten dürfte es noch gehen, bei der dritten wird es wahrscheinlich... Kann das Wippenspiel eigentlich auch mal nicht direkt am Anfang kommen? Weil ich glaube, mir gefällt das Wippenspiel auch nicht, weil das immer am Anfang kommt und weil da noch so viele Leute da... Ja, gut, dann das würde im ersten machen, wenn ihr bis 20 Leute umspringen, statt 100.000. Absolut. Aber dann wäre es auch viel zu einfach, wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Im Feld hat auch manchmal... Ich bin vorne mit dabei. Ja, ich bin jetzt gerade den ersten Abschnitt geschafft. Ihr könnt euch schon mal von mir verabschieden. Was du sagst, Rikus, das ist, was ich an diesem Spiel gar nicht verstehe. Das verstehe ich wirklich gar nicht. Manchmal falle ich hin, wenn ich eigentlich gelandet bin. Und ich weiß nicht, warum. Genau. Das liegt wahrscheinlich an den Lippen. Oder ist das hängt bestimmt davon ab, wie die Lippen gestellt ist. Aber auch das Spiel. Also auch bei anderen Spielen. Okay. Also nicht nur bei dem Lippenspiel, sondern bei allen Spielen habe ich das. Manchmal lande ich wirklich total scheiße und falle nicht hin. Der Hammer ist neu hier. Dann, Hammer, okay, das ist wirklich neu. Leute, was soll der bringen? Das sollte ich nach vorne schleudern. Ja, ich stehe und warte und die sind einfach nur geistesgestört, die Leute. ich gehe mal zum Hammer zurück. Ich glaube, der Hammer macht sogar Sinn. Fuck everything, let's go, Hammer Boys. Okay. Der Hammer, wofür ist das denn? Weiß ich nicht, ich mach jetzt einfach mal. Oh, geil! Oh, Alter! Okay. Zeller, hat mich fast. Zeller, du bist auf meiner Plattform. Bin jetzt auf der blauen Plattform gelandet, cool. Ey, Barry, was geht ab? Nichts, ich werde rausfliegen und du auch wahrscheinlich. Ist doch egal, lass mal umarmen. Wollen die nicht auf die Seite hier kommen, die Idioten? Ey, lass mal umarmen. Nein. Ach, warum fällst du denn jetzt runter? Will ich nicht umarmen. Okay. Du hast Zeller aus Umarmung. Du hast einen Ninja umarmt. Ja, wir werden hier nicht mehr runterkommen von der Plattform, weil. Ja, ist doch schön. Alle hinzu. Ah, jetzt können wir. Ist aber schnell hier. Zack, ja, zack. Das werden nicht alle schaffen. Ah, das werden wir schaffen. Ich bin noch zwei. Los geht's, Barry! Wir schaffen Zellers! Zellers und ich sind ganz knapp am Ende noch weitergekommen. Genau, 50 Leute. Oh, Alter. Ja. Ich werde der übernächste gewesen. Es ist ein Tricksspiel. Rikus, ich muss da wieder viel sagen. Ja, ich kann ihn verstehen, das Wippenspiel ist wirklich extrem frustrierend. Wir also. haben uns auch gefühlt eine halbe Stunde verbracht auf der blauen Fläche da am Ende. So, der Barry und ich. Ja, tatsächlich. Das kam mir auf jeden Fall so vor. Ach ja. Jetzt kommt wenigstens gleich das Teamspiel und der Rikus sagt dann: Ah, Gott sei Dank muss ich das nicht spielen. Das schlimmste Spiel ist übrigens in meinen Augen das mit diesen Schwanzpacken. Das ja, das wollte genau das wollte ich gerade auch sagen, Rikus. Okay. Da wollte ich gerade auch drauf. Schrecklich. Ich finde das auch schrecklich. Du rennst quasi 2 Minuten lang rum und in Wirklichkeit entscheiden bloß die letzten 7 Sekunden und da verliere ich den Schwanz immer. Immer. Ja. Das Spiel hier finde ich ganz witzig, aber das kommt okay, nie. Okay, ja. Hauptsache wir sind nicht das gelbe Team. Aber letztes Mal ist das blaue rausgeflogen. Gelb verliert immer, ja. Das ist eine ungeschriebene Regel. Und wir sind gelb. Let's go, Gelb. Ich muss ja nicht mehr lange warten, Eric, wo ist ein bisschen. Nee, ich glaube, das wird relativ entspannt, ja. Hier kann man wenigstens sich so ein Ei schnappen und dann kannst du das verteidigen, aber bei diesen Bällen. Ich bin so negativ. Ja, das Ballspiel, das ist komplett random einfach. Ist ein blauer einfach AFK. Oh, gut. Ihr seid, welche war ist das gelb? Ich muss mal auf den Richtigen drauf. Wir sind gelb. Ich bin der Little Mac, der panisch durch die Gegend drin. Viel Insekten. Das ist witzig, wenn man da an denen zieht, dass diese Eier da rausfliegen. Barry, du bist der Dino. Genau, ich bin der Dino mit dem, was habe ich für ein Ding? Ich glaube, Ananas. Rosa Höschen hast du dran. Genau, rosa Höschen habe ich. Rosa Höschen? Jetzt kommt die Yellow Supremacy, Alter. Jetzt kommt hier. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ja, Yellow Rules. Aber heute sind die Server ein bisschen laggy, der spielt, oder? Boys, heute laggt's, oder? Es geht.
kleines bisschen. Also, ist nicht todesschlimm, aber schon schlimm. Blau hat mir zu viele Eier hier. Ich kann mir aber den Blauen was klauen. Oh, Entschuldigung. Es ist unmöglich, aus einem Stock was rauszuklauen. Ach, das ist echt schwer. Deswegen wird das rote Team wahrscheinlich rausfliegen. Ich glaube den roten mal was. Na, oh. Mein Ei. Die roten verteidigen nicht. Ach. Apropos Ei, wichtige Frage. Isst ihr lieber harte Eier oder weiche Eier? Weich. Weich. Mittel. Oder direkt als Omelette oder so. Also nicht flüssig, aber es sollte zähflüssig sein in der Mitte. Also so maxartig. Ja, also mittig. Genau, dann bist du auch bei mir. Oh, goldes Ei! Goldes Ei! Mein! Das Dümmste ist, wenn du das Eigelb isst und dabei jetzt so eine Staubwolke aushustest. Da. Ja, das müssen 5,5 Minuten sein. 5,5 bis 6 Minuten. Baby, wir haben uns qualifiziert. Dann ist es noch so ein bisschen flüssig, aber du kannst es so essen wie ein festes Ei. Das ist geil. Gut, sind wir alle einer Meinung. Perfekt. Haben wir das auch geklärt? Wichtige Fragen des Alltags. Ganz wichtige Fragen, ja. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, Kinder. Ist aber echt so ein bisschen. Die Grundstimmung, die wird echt beeinflusst von wenn der Kaffee morgens fehlt, dann merkst du es sofort. Ja, dann stehe ich erst gar nicht auf. Nee, dann bleib ich auch liegen. Später oder bis bald. Wenn da kein Kaffee da ist, bleibst du einfach im Bett den ganzen Tag. Dann bleib ich einfach liegen. Wenn der Kaffee da ist. Nee. Ja, dann kannst du ja nie wieder aus dem Haus nach dieser Regel. Dann musst du halt Kaffee to go bestellen. Kaffee to deliver. Genau, muss man jemanden liefern. Ich bin seit 2 Wochen in meinem Bett. Bitte bestellen Sie mir Kaffee durchs Fenster. Okay, Konzentration. Jetzt muss Rikus reden, wir müssen uns konzentrieren. Nee, ich denke auch nicht dran. Okay. Banane und Kirsche, das hätte wohl gegen Banane, Kirsche, Banane, Kirsche, Banane. Oh, cool ist es. Kirsche, Banane. Oder jetzt kommt Kiba! Ja, ich denke auch, wir sind safe. Lass uns zum Arm zählen, lass los. Okay. Das wäre geil, wenn wir es runterschreiben. Umarm ist aber gefährlich. Okay, Apfel, Kirsche, Banane, Kirsche, Apfel, Orange. Scheiße. Zähl los, ich muss mich auf dich verlassen. Boah, ich muss aber auch mal kämpfen hier. Okay. Irgendwo vorne. Nicht hier. Eins vorne. Ich habe mich zu sehr konzentriert auf die anderen drei und ich habe den vierten gar nicht mitbekommen. So jetzt sind 6 Stück, ich pass mit auf. Orange, Melone, Banane. Orange, Melone, Banane. Ist das eine Mango? Orange, Melone, Banane, Weintraube, Orange, Melone, Banane, Weintraube. Ich merke mir Kirsche und Melone. Rechts von dir, Barry. Zellos, ja, da, ja, genau da. Barry. So ein schreckliches Spiel. Das ist gut, weil das zu dritt machen kann. Ja, das Ghost Ding. Die Dexter zu merken sind schwer, ne? Puh, Alter. Mario! Ich liebe dieses Spiel. So, und Luigi ist super. Leider habe ich den zweiten Teil von Luigi's Mansion nie gespielt, weil der für ein DS ist oder 3DS. Der war für ein 3DS, ja. Den habe ich mir sogar gekauft. Ich spiele für 10 Euro. Aber der dritte Teil war ja mal so gut. Also. Der war schön, ja. Ja, so Halbfinale, ne? Fußball, ne? Oh. Das ist auch ein Mistspiel, das hast du auch. Das ist ein Mistspiel, ja. Wenn du am Ende irgendwas ausprobierst und riskierst, hast du immer verloren. Am Anfang kannst du Scheiß bauen, wie du willst, aber gegen Ende darfst du nichts machen. Eine Ahnung, was es bedeutet, wenn diese Bodenplatten wackeln? Glaub gar nicht. Also die berührt man und die verschwinden einfach. Also ich wackeln alle, theoretisch. Oh, nice. Boah, wie haben die das so perfekt geschafft mit einem Jump? Verrückte Menschen, ey. Hier muss man so ein bisschen eklig italienisch spielen. Also wenn ich probier einfach mal an der Stelle. Okay, die wackelnden, die sind, wie es aussieht, die falschen. Bleib nicht auf dem vordersten Feld stehen, wenn die sich alle drängeln. Geh lieber ein Feld zurück und warte, die einfach Rotz machen. Mhm. Aber hier muss ich relativ weit vorne bleiben, weil gleich alle auf einmal zur Ziellinie springen werden. Wieso? Die Hälfte fällt sowieso runter, weil die den Sprung verkackt. Mhm. Okay. Ich bin weiter. Ich nicht. Ja, man muss schon ein bisschen vorne bleiben. Also nicht ganz vorne, aber. Also ich habe auch für mich nur an der Stelle festgestellt, die Fliesen, die wackeln, die sind quasi die schlechten. Also das habe ich zumindest mal fest. Ich habe in dem Spiel die Erfahrung gemacht, wenn man auf der ersten oder zweiten Plattform ist und da ganz hinten, dass man dann am besten durchkommt. Mhm. Weil dann wirst du nicht nach vorne runtergeschubst und kannst aber vielleicht. Also nimmst du das dreckigste Spiel im Finale. Das ist das beste Spiel in diesem gesamten Spiel. Das ist das beste Spiel, Alter. Kann man das nicht mögen? Dafür, was?
Das ist ein schönes Spiel. Da ist so viel Mindgaming dabei. Langsam hüpfen, oder? Ja. Langsam hüpfen. Man muss aufpassen, dass du halt nicht von anderen dabei verarscht wirst. Na, wie gesagt, lass dir schön Zeit. Und guck immer schon auf die nächste Ebene, was dort, wo dort die Platten sind. Weil wenn du dann dich oben bewegst und dich unter dir nichts mehr hast, was machst du denn? Ich gehe ganz nach unten. Der ist auf dem Blauen. Jetzt kannst du auch in der Mitte alles wegmachen, dann kracht's alle runter. Na gut, das sind schon Leute unten. Okay. Pass auf, dass du dich nicht eindingseln lässt. Ja. Versuch die anderen. Oh. Scheiße. Ich kann das Spiel nicht, aber habe ich ja eben schon gesagt. Sieht man ja tatsächlich an, dass du da nicht die richtigen Gedanken dafür hast. Der Kompetitivgedanke fehlt da noch bei Hexagon. Ja. Aber jetzt, das bewegt das ganz gut. Das hat da mal kurz gewackelt. Nee, aber nicht in der Sackgasse, glaube ich. Oh, nice. Achtung, genau, jetzt aufpassen, was unten ist. Nein, alles gut. Und schön Zeit lassen, Baby. Schön Zeit lassen, nicht stressen lassen. Die meisten werden eh die letzte Ebene nicht erreichen. Die fallen dann eh gleich komplett durch. Ja. Schau mal ein bisschen, was die anderen so machen. Sehr gut, Baby. Ja, sehr gut, sehr gut. Blau und gelb. Einer ist noch über euch. So weitermachen, Baby. So weitermachen. Nicht stressen. Ja, du bist ja auch ungestört. Du kannst in aller Ruhe dein Krams machen. Okay, du kannst es gewinnen, Barry. Du hast die besten Voraussetzungen. Yes! Barry! Pain ist! Pain, ich meine... Yes, endlich dieses Dreckspiel. Das erste Mal jetzt, Barry? Ja. Barry. Und das auch noch in dem Spiel, was ich nicht kann. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du hast am Anfang ganz schön reingeschissen und dann hast du irgendwie... Ja, aber ich hatte auch Pech am Anfang. Geil. Ja, das kann man jetzt so sagen. Ja, am Anfang habe ich reingeschissen, hatte Pech und dann... Ich hatte Pech, ich hatte Wippen. Das hat der Baby auf jeden Fall sehr, sehr vollbildlich gemacht. Ja, aber das hat er gut gemacht in der letzten Runde hier, schön eine Fließ nach der anderen zu machen. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, Baby. Dankeschön. Jetzt bist du stolzer Besitzer einer Krone. Hab ich das Spiel durchgespielt, jetzt kann ich es wieder zurückgeben. Genau, das Spiel ist durchgezockt. Das ist ja. Any Person. Ja, das erste Mal, ich weiß nicht, wie das euch geht, ich bin halt beim Spielen, werde ich ja manchmal emotional, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Nein, überhaupt nicht. Und wenn ich das erste Mal ein Battle Royale Spiel gewinne, dann freue ich mich da auch total. Das stimmt, ja. Und wenn ich dann irgendwann Fortnite zum 700. Mal oder so, dann denke ich mir so. Genau, das macht dich halt süchtig, weil du das zum ersten Mal und dann willst du es aber bestätigen gerne eventuell irgendwann mal. Ne? Oh, auf Level 20 gibt es eine Krone, schnell weitermachen, los. Okay, alles klar, dann beende ich die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Fall Guys. Ciao. Tschüss.